Ja, bei der ganzen Kälte sind sie schon ein bisschen rutschig. Oh, Fastrid. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Erst lächelt sie mich an, dann erwidert sie nicht einmal mir meinen Blick. Bassianus weiß bestimmt, was da los ist. Er versteht die Frauen. Wahrscheinlich gefallen ihr entschlossene Männer. Wie habt ihr mich genannt? Seid mal ein bisschen mutig. Wartet mal. Ihr meint, ich soll es ihr einfach sagen, was ich Ja. empfinde? Ihr habt doch nichts zu verlieren, ne? Bei Ismirs Bart, ihr habt recht. Fische fängt man nur am Wasser. Ich Wir gehe sind am sofort Wasser. zu ihr. Wir folgen dir. Wir folgen dir. Ich glaube, sie ist nicht da. Doch, ist sie. Fastrid, ich muss euch etwas sagen. Klimek? Was ist denn? Ich möchte nicht, dass ihr Ivarstadt verlasst. Oh. Warum nicht? Weil ich euch vermissen würde. Oh. Aber ich dachte, ihr hättet nur das Fischen im Kopf. Was nutzen einem Fische, wenn man sie allein essen muss? Oh, Klimek. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Hast du mir eigentlich schon was über Hochrot erzählt? Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich erinnere mich Ich nicht. habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, kann ich. Ich wünschte, ich könnte mitgehen. Und der Typ, der hier vorhin stand, ist auch irgendwie die Fliege gemacht. Da lässt man die Leute einmal aus den Augen und dann passiert sowas. Böse, gemein, fies, hinterhältig, was soll's? Was ist denn hier passiert? Ich kann euch nicht sehen, Reiter. Ich kann euch nicht finden. Warum versteckt ihr euch? Verstecken, 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 verstecken. Macht mich nicht traurig. Ist alles in Ordnung? Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle hatten gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Nafi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Was ist denn los? Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Nafi kann sich nicht verabschieden. Das macht Nafi sehr, sehr traurig. Nafi muss sich von Reiter verabschieden können. Der Berg wird euch auffressen. Passt auf den Berg auf. Er wird mich eher zerquetschen, wenn er auf mich drauf fällt. Aber hey, da scheint wohl jemand den Verstand verloren zu haben. Ich würde ja mal auf den Shiring Isles nachgucken, nach deiner Person. Wie auch immer. Ich vermisse Ryder. Nee, Sie war mit so nett Dings zu muss Nafi. ich Nafi ist traurig, reden. wissen Nach. Obwohl, wir kommen ja Wer noch war länger Ryders nicht. eigentlich? Noch lange nicht nach Hofotka. Was eigentlich jetzt die andere Person, die da vorne stand? Du warst das nicht. Nee, du bist. Ja. Ärger oder so? Nee, alles in Ordnung, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt im Kopf. Kennen wir. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Was wollt ihr? Mit dir habe ich auch schon geredet. Wo ist denn der andere Kerl hin?
Wurde er gefressen? Einen guten Tag wünsche ich. Was für eine lange Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Hallo? Dich habe ich gesucht. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Ja, genau. Zeig mir die kalte Schulter. Ihr weckt ziemlich glücklich, außer dass du mir die kalte Schulter zeigst. Ich stech dich gleich ab von hinten. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte, Gwilin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Und kommt es nicht allein darauf an? Ja, er ist damit zufrieden, Leuten die kalte Schulter zu zeigen. Könnt ihr mir etwas über Horodke erzählen? Ich fand es immer schon seltsam, dass eine Schicht dichter Wolken den Gipfel des Berges über dem Kloster bedeckt. Ach, wirklich? Ich weiß nicht, was dort oben ist, aber ich wette die Graubärte schon. Ja, ich eigentlich auch, aber tu mir einfach mal so, als wüsste ich's nicht. Einen schönen Tag wünsche ich. Wie er mir die kalte Schulter nur zeigt und mich mit Marsch nicht anguckt. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Was ist das eigentlich für eine Geschichte mit Nafi? Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie auf der anderen Flussseite. Ihr habt Nafi gesagt, dass sie zurückkommt? Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Raida hat immer Zutaten gesammelt, auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Ja. Gibt es auf der kleinen Insel östlich von hier etwas, bevor ich mich in Acht nehmen sollte? Ja, solltest du. Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Die Leute nennen sie Gaiamunds Halle. Keine Ahnung wieso. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Raida hat sie kein Glück gebracht. Wir werden erstmal noch einen Bogen drum machen. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Wegen dem Hühnerei. Meins, haha. Ich darf's mitnehmen, ne? Ich schleiche aber trotzdem. So, Karte. Du bist nicht die Karte. Überreste. Hügelgrab. Oh, das ist ja eigentlich in der Nähe, ne? Na komm, gehen wir erstmal zu den Überresten. Kiesel, du sollst nicht mit Müll spielen. Und auch nicht mit den sterblichen Überresten von irgendwelches Tier. Schäm dich. Ja, ich glaube, wir haben sie gefunden. Jo, Dätraherz, ne? So viel zu Weißlauf. Dätraherz holen. Was ist denn noch? Blümchen-Dings. Kleines Geweih habe ich noch gar nicht gegessen. Und Perlen auch nicht. Ich werde das sowieso erst später abgeben. Ich mache jetzt erstmal die Sachen hier um Ivarstadt herum. Anfällig für Gift. Na lecker. Ausdauer wiederherstellen. Ja, in Perlen. In Perlen. Weil Perlen so toll sind. Mit einem neuen Hügelgrab. Warte, warte.
Ich hab zwar vorhin zu Kiesel gemeint, hey, du sollst nicht mit den sterblichen Überresten von irgendwelchem Getier rumspielen. Aber ich hab ja gesagt, er soll nicht mit den sterblichen Überresten von irgendwelchem Getier rumspielen. Das da vorne sind ja menschliche Skelette gewesen. Komm, du darfst mit den sterblichen Überresten von Menschen herumspielen, falls du da reinpasst. Hast du da rein, Kiesel? Nein! Kiesel ist zu fett! Chicken hat eine provokante Ansage gemacht. Ihr wisst, was das bedeutet. In der nächsten Zeit, wenn wir wieder Besuch von einem Drachen bekommen. Balsamierungswerkzeuge. Sonst liegt hier drin nicht viel herum. Ich muss sowieso erstmal noch meine Waffen. Ja, so ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Ach, wisst ihr das? Wo ist eigentlich Yoda hin? Ich hab keine Ahnung. Yoda hat auch keine Lust mehr auf Chicken. Alle lassen sie mich alleine. Bin ich ja so viel immer mit Lydia unterwegs. Hat Lydia mich eigentlich jemals im Stich gelassen? Also meinem privaten Spielstand, ich weiß es gerade nicht. Nö. Bin ich mir nicht sicher. Du siehst doch so aus, als würdest du gleich zum Leben erwachen. Nicht? Vor allem schleiche ich auch gerade nicht. Geht fort von hier. Geht fort von hier. Geht. 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 Ja, hier spukt's, ne? Ein Geist! Geister, Geister, Geister. Geister, Geister, Geister. Und in Zeitaltern der Menschheit. Hab ich schon. Kann ich auf den Tisch drauf? Ja. Nein, Chicken, du kannst nicht auf den Tisch drauf. Warum kann es nicht Markus oder Sophia sein? Wow, direkt bei First 3. Alles geöffnet. Naja. Muss noch einen weiteren Hebel aktivieren. Kann man das als First 3 bezeichnen? Ich kann da unten hin. Ich kann aber auch hier hin. Aber hey, da es verschlossen ist, scheint das eine Sackgasse zu sein. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, dass Iona nicht da ist. Sonst wäre das wieder aktiviert worden. Mal wieder. Dafür, dass ich die Fallen aber auch immer erst sehe, wenn ich schon, ne? Aua. Ich wurde vergiftet. Oh. Chicken, du musst dich besser umgucken. Du musst alles im Blick haben. Noch bevor es eintrifft. Dass ich hier stehen geblieben bin. Da vorne ist eine Türe. Und hier ist auch eine Türe. Zwei Türen zur Auswahl. Zeig eigentlich der Pfeil hin. Da vorne. Dann wird das eigentlich die richtige Tür sein. Naja, aber durch welche Türe wir dann beim nächsten Mal gehen, werden wir eine kleine freie Nacht. Sehen wir dann. In der nächsten Aufnahmesession. Aber ja, ne? Ach, fahr zur Hölle. Wir sind ja nicht bei 1, 2 oder 3. Also werden wir nicht sehen, ob wir richtig stehen, wenn das nicht angeht. Hier sind doch sowieso überall Kerzen.
Nicht genug. Also bis dahin, ciao.